Naja, die Ampel, insbesondere die Grünen, sind für die Freien Demokraten und ihre Wählerinnen und Wähler toxisch. Heißt, die Menschen sind mit der Ampel fertig. Sie müssen sich vorstellen, der Bundeswirtschaftsminister, der eine Rezession zu verantworten hat, geht durchs Land und will Schecks verteilen. Mehrere Milliarden Euro Steuersubventionen. Wir kriegen jetzt Forderungen aus den Reihen der Sozialdemokraten, dass der Staat möglichst alle E-Autos aufkauft, um sie dann zu verschenken. Das betrifft übrigens auch die Migrationspolitik. Wenn die Vorsitzende der Grünen, Frau Lang, erklärt, wir nehmen so viele Menschen auf, auch wenn wir daran pleite gehen, zeigt das die Wirklichkeitsverweigerung. Was waren das noch für Zeiten? Als Politik sich noch um das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung konzentrierte, als Menschen mit Verstand an den Schaltstellen der Macht saßen, die wussten, dass Gender Studies und Race Theories nichts zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Heute sieht das leider anders aus. Denn das Wichtigste ist, so scheint es mir, der Erhalt der eigenen Partei. Und auch wenn ich Kubicki im Einspieler recht geben muss, dass die Koalition hoffentlich nicht den Winter überlebt, zeigt seine Haltung dennoch eines. Es geht nicht um uns, den Steuerzahler, den Bürger, nein, sondern einzig allein um das Überleben der FDP, die mitgeholfen hat, das Land in den Abgrund zu führen. Jetzt schauen wir uns erstmal den Schlachtruf des Veterans an, der viel redet, aber wenig getan hat. Los geht's. Ja, und wir bleiben jetzt mal ein bisschen bei der FDP. Zugeschaltet ist uns Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende und der stellvertretende Präsident des Bundestages. Guten Abend, Herr Kubicki. Schönen guten Abend. Na gut, für die Freien Demokraten ist es kein guter Abend, aber ich wünsche Ihnen im Studio alles Gute. Ja, das ist schon mal ein schöner Auftakt, aber deshalb müssen wir reingehen. Warum ist es kein guter Abend für Sie? Könnte man wirklich von einem Desaster sprechen, das dritte in Folge? Ja, da gibt es nichts schön zu reden. Dreimal in Folge um die 1% bedeutet, dass die Freien Demokraten marginalisiert sind. Ich muss jetzt, wenn ich das darf, von hier aus noch Dietmar Woidke und der brandenburgischen SPD gratulieren zu dem furiosen Wahlkampf, den sie geführt haben. Und das hat nichts mit der Bundes-SPD und auch nichts mit Olaf Scholz zu tun. Und auch die Grünen müssen ja anfangen nachzudenken. Mehr als die Hälfte ihrer Wählerinnen und Wähler verloren. Das zweite Mal übrigens in Folge nach Thüringen auch und auch in Sachsen nur knapp drin. Heißt, die Menschen sind mit der Ampel fertig. Ja, und was ist die Konsequenz daraus, Herr Kubicki? Muss man da jetzt den Stecker ziehen? Naja, die Ampel, insbesondere die Grünen, sind für die Freien Demokraten und ihre Wählerinnen und Wähler toxisch. Wir müssen nicht unmittelbar den Stecker ziehen. Christian Lindner hat, wie ich finde, schon vor der Brandenburg-Wahl zu Recht gesagt, dies wird ein Herbst der Entscheidung. Die Entscheidungen werden in diesem Herbst fallen. Und ich glaube nicht, dass bei der jetzigen Performance diese Koalition Weihnachten noch erreicht. Das heißt also, das ist eine klare Ansage von Ihnen. Aber woran wird es denn dann liegen? Also wenn man jetzt nicht die drei Landtagswahlen als Grund für das Scheitern der Ampel nimmt, was wird es dann sein? Ja, Sie müssen sich vorstellen, der Bundeswirtschaftsminister, der eine Rezession zu verantworten hat, geht durchs Land und will Schecks verteilen. Mehrere Milliarden Euro Steuersubventionen. Wir kriegen jetzt Forderungen aus den Reihen der Sozialdemokraten, dass der Staat möglichst alle E-Autos aufkauft, um sie dann zu verschenken. Und jeder sagt, Christian Lindner als Finanzminister muss das Geld besorgen. Das fällt ja nicht von den Bäumen, das druckt auch nicht die Europäische Zentralbank. Völlig unterschiedliche Auffassungen liegen vor, wie man die Wirtschaft wieder flott machen kann, wie man Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Und entweder es gelingt uns in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen hier tatsächlich einen vernünftigen gemeinsamen Nenner zu finden, oder es macht für die Freien Demokraten keinen Sinn mehr, an dieser Koalition weiter mitzuwirken. 14 Tage, sagen Sie, das ist jetzt nicht so richtig viel Zeit, Herr Kubicki. Also welches Prozedere setzen Sie denn da jetzt, drei Wochen, welches Prozedere setzen Sie da denn jetzt in Gang? Ich meine, da muss man ja in Klausur gehen, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das wird auch passieren, sowohl auf Regierungsebene als auch zwischen den Fraktionen wird es passieren, dass wir feststellen, wir haben noch eine gemeinsame Grundlage. Sonst ist das wie in jeder guten Beziehung, wenn man feststellt, man hat keine gemeinsame Grundlage mehr, ist es besser, sich zu trennen, als die Beziehung unnötig aufrechtzuerhalten mit weiteren Verletzungen. Das betrifft übrigens auch die Migrationspolitik. Wenn die Vorsitzende der Grünen, Frau Lang, erklärt, wir nehmen so viele Menschen auf, auch wenn wir daran pleite gehen, zeigt das die Wirklichkeitsverweigerung. Und wenn wir nicht endlich damit beginnen, den Worten auch von Olaf Scholz Taten folgen zu lassen, diejenigen, die dezidiert ausreisepflichtig sind, außer Landes zu bringen, dann werden wir das Vertrauen der Menschen in diesem Land nicht zurückgewinnen. Die AfD ist ja nicht stark geworden, weil sie so toll ist, sondern weil die Ampel auch versagt in der Migrationspolitik. Deutliche Worte vom stellvertretenden Parteivorsitzenden der FDP, Wolfgang Kubicki, mit einem Ultimatum für die Ampelkoalition. Herr Kubicki, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Herr Kubicki. Ja, das hören wir die ganze Zeit. Die fanatischen Grünen und so weiter.
Es war ja noch halbwegs erträglich, solange Deutschland noch eine finanzielle Substanz hatte. Aber jetzt muss jeder zweite Deutsche den Euro dreimal umdrehen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber wenigstens sind unsere Straßen jetzt voller Straftäter aus dem Ausland. Das tröstet ja gerade noch so über den Verlust des Wohlstandes hinweg, oder? Denn nichts erfreut den Deutschen mehr, als am Bahnhof überfallen zu werden oder Drogensüchtigen auf den Straßen zu sehen, die alles um sich herum verdrecken. Das ist doch auch eine Leistung. In nur wenigen Jahren ist es der CDU und der Ampel gelungen, ein Land komplett auf den Kopf zu stellen, die Gesellschaft zu spalten und den Kampf gegen rechts zu erfinden. Hauptsache nicht gerade stehen. Und dieser Punkt gibt einem doch auch irgendwie ein wenig Hoffnung. Denn wenn man diese negativen, desaströsen, destruktiven Dynamiken umdrehen würde und sie positiv nutzt, könnte das Land schnell wieder fit werden. Aber dafür müssten unsere Politiker von heute eines beherrschen und daran zweifle ich. Die Kunst der einfachen Mathematik. Gehen wir doch mal zum Spaß ein paar Zahlen durch. Wenn 400 bis 500.000 Menschen, die illegal, ich wiederhole, illegal, nicht irregulär, in unser Land einreisen und vom Sozialstaat leben wollen, kostet das viel Geld und bringen wenig, weil sie gering qualifiziert sind. Gleichzeitig brauchen diese Menschen auch noch Wohnungen, die wir nicht haben, was das Angebot senkt und die Mietpreise in die Höhe treibt und uns alle belastet. Und berücksichtigen wir noch, dass die Leistungsträger deshalb unter anderem auch das Land verlassen oder ein Großteil in die Rente geht, stellt sich doch eine einfache Frage. Wer zahlt die Rechnung? Wer zahlt die Mieten und das Essen für gering qualifizierte Zuwanderer, die immer mehr ihrer Landsleute motivieren, ebenfalls zu uns zu kommen? Wer kann es ihnen verdenken? Es gibt noch vieles, was man sagen könnte, aber eines ist doch klar. Die einzige Lösung, und jetzt haltet euch fest, heißt Vernunft. Und wo sind die Parteien außer AfD und BSW, die Folgendes fordern? Grenzen dicht machen, Waffenlieferungen stoppen, russisches Gas wieder einkaufen, die grüne Transformation nur auf Basis von wirtschaftlich lukrativen Forschungen und Technologien vorantreiben. Und Menschen, die jetzt hier sind, weil sie nach Hilfe gesucht haben und dessen Heimat wieder befriedet ist, wieder nach Hause schicken. Und vor allem, warum sollen wir noch Entwicklungshilfe bezahlen, wenn es uns doch selber schlecht geht? Dann lasst uns doch mal lieber die Steuern senken und vor allem den Beamtenapparat mal abspecken. Es kann doch nicht sein, dass wir 30.000 neue Leute aufgebaut haben. Und schlimmstenfalls müssen wir wieder zu D-Mark zurück, wenn man es nicht schaffen sollte, diese Euro-Schuldenparty zu beenden. Und das ist ein Fakt. Man kann diese Wahrheit nicht bekämpfen, nur weil man es Antifaschismus nennt. Das ist auch der Grund, warum die FDP abgestürzt ist, die Grünen abgestürzt sind, die SPD und bald auch wieder die CDU. Weil die Realität kann nicht ignoriert werden, sie holt einen ein. Doch hören wir uns nun einen Kritiker an, der die AfD mitgeboren hat, ein Begründer. Bühne frei für Helmut Markwort. Nach dem dritten Flop bei Landtagswahlen hintereinander befindet sich die FDP im freien Fall. Was jetzt hinter den Kulissen passiert, weiß Fokusgründer und FDP-Legende Helmut Markwort. Herr Markwort, wie ist der aktuelle Zustand Ihrer Partei nach dieser Wahlklatsche und wie schätzen Sie den Zustand der Ampel ein? Katastrophe für die FDP. Keine Stimmen, keine Abgeordneten, kein Geld. Das muss jetzt das allerletzte Alarmzeichen sein dafür, dass wir endlich aus dieser vermaledeiten Ampel rausgehen. Welche Gespräche haben Sie denn seit gestern Abend geführt und worum ging es dabei? Also ich rede sehr viel mit Parteifreunden und die Stimmung an der Basis ist ganz klar, sofort raus aus der Ampel und einen Neuanfang starten. Wir hatten ja vor kurzem eine Mitgliederbefragung zum Thema Ende der Ampel. Die endete mit 51-49 für drinbleiben. Wenn ich bei diesen 51%, die knapp dafür waren, alle Regierungsmitglieder mitzähle und alle, die von der Regierungszugehörigkeit, von den Ampelgeschäften profitieren, dann war damals schon die Basis für rausgehen. Jetzt aber erst recht, es ist Schluss. Und wenn der Christian Lindner nicht die Kraft aufbringt, die Partei selber rauszuführen, dann muss es der Wolfgang Kubicki tun. Der redet immer, der muss endlich mal handeln. Wir haben jetzt noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Das ist die letzte Chance, FDP pur zu zeigen. Freiheit, Marktwirtschaft, Gerechtigkeit. In der Ampel sind wir angesteckt und infiziert von den Grünen, mitgehangen, mitgefangen. Alles klebt an uns und so kleben unsere Leute leider an den Posten. Ich hoffe, dass wir jetzt rausgehen.
Christian Lindner sagte jetzt vor wenigen Minuten, man braucht Mut, um innerhalb der Ampel jetzt auch die richtigen Lösungen zu finden. Aber es würde auch Mut brauchen, eine neue Dynamik zu entfachen, wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht. So sein Zitat. Was meint er damit? Also das ist natürlich sehr nebulös und diplomatisch. Ich denke, es gab schon genügend Anlässe, diese Regierung zu verlassen. Jetzt wieder das Thema Abwrackprämie für die Verbrennerautos. Das ist keine Marktwirtschaft, das ist Staatswirtschaft, das ist Eingriff ins Autogeschäft. Das ist ein weiterer guter Grund, die Ampel zu verlassen und FDP pur zu zeigen. Das ist meine Hoffnung, dass wir ein Jahr vor der Bundestagswahl uns noch mal neu aufstellen können. Herr Marquardt, was sind die Gründe dafür, die dafür sprechen, die Ampel doch platzen zu lassen? Natürlich die katastrophalen Wahlergebnisse. Unsere Wähler wollen nicht, dass wir da drin bleiben. Also deutlicher kann man das nicht zeigen als mit diesen Wahlergebnissen. Außerdem ist zu wenig Marktwirtschaft. Die Wirtschaft ist auf dem Niedergang in Deutschland. Wir haben ein Wirtschaftspapier vorgelegt, die FDP, das wird nicht beachtet. Also da sind tausend Gründe, da rauszugehen. Es muss nur endlich passieren. Ich habe Sorge, dass einige zu sehr an ihren Posten kleben. Deswegen meine Hoffnung, dass der Wolfgang Kubicki sich der Sache mal annimmt. Er ist zwar ein älterer Herr, aber er ist mutig und unabhängig und er sitzt nicht im Kabinett. Ab heute nehme ich Wetten an. Wer glaubt, dass Kubicki sich gegen den geballten Egoismus der Amtsnutznießer in der Ampel durchsetzen wird? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren und nennt euren Einsatz. Ich glaube persönlich eher, dass es dieses Jahr noch sehr hässlich wird. Denn die Parteien werden sich untereinander in der Koalition nichts gönnen und nur noch Klientelpolitik machen. Ach ja, und eine Bitte. Meine Mutter macht seit einem Monat YouTube und sie kriegt keine Klickzahlen. Sie will politisch aktiv werden, gibt sich beste Mühe und ich finde, sie macht das gut. Schaut doch mal auf ihren Kanal vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ihr würdet meiner Mutter eine Riesenfreude machen und mir auch. Das war's mal wieder. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.